Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Für mich heißt es zum 13. Mal Ortszeit. Zum 13. Mal verlege ich meinen Amtssitz von Berlin in die Region. Ich glaube, wir alle spüren es in diesen Zeiten, in denen wir Krisen hinter uns haben, in denen uns Konflikte und Kriege in unserer Nachbarschaft beschäftigen, sind wir nicht nur ein bisschen angestrengter, sondern der Ton in der Gesellschaft hat sich auch verändert. Viele fühlen sich nicht gesehen, fühlen sich nicht gehört. Und das war einer der Gründe für mich, vor 2 Jahren zu entscheiden, wir gehen raus aus Berlin immer häufiger und nutzen den Perspektivenwechsel, indem wir dorthin gehen, wo die Scheinwerfer der Öffentlichkeit nicht jeden Tag hingerichtet sind, in kleinere und mittlere Städte, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Weil ich weiß, dass im ländlichen Raum die Themen und Probleme häufig etwas andere sind als diejenigen in Hamburg, Berlin oder in München. Deshalb gehe ich mit viel Zeit, 3 Tage, in eine kleinere und mittlere Stadt, diesmal nach Nordhorn, und sehe, was die Menschen umtreibt, was sie sorgt, was sie beunruhigt, aber hier in Nordhorn auch, worüber sie sich vielleicht freuen. Und Nordhorn ist für uns auch deshalb in die Auswahl gekommen, weil ich einen Besuch vor 30 Jahren hier in Nordhorn in Erinnerung habe, bei dem die Stimmung hier in der Stadt und in der Region noch sehr betrübt war, aufgrund der Probleme, die es damals in der Textilindustrie gab. Eine Region im Abschwung, hat man damals gedacht, und das Gegenteil ist der Fall. Deshalb bin ich auch gern gekommen, um zu sehen, was sind eigentlich die Bedingungen, warum hier etwas gelungen ist in Nordhorn, was an vielen anderen Stellen in Deutschland nicht in gleicher Weise gelingt, den Strukturwandel, den es gibt, erfolgreich zu gestalten. Und darüber genau habe ich jetzt gerade kurz nach der Ankunft ein erstes Gespräch mit Mitgliedern des Stadtrates und dem Bürgermeister hier in Nordhorn gehabt. Und ich bin ganz angetan davon, wie leidenschaftlich, wie engagiert sich die in der Kommunalpolitik Tätigen, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, um die Zukunft dieser Stadt kümmern. Das ist eine Stadt, Nordhorn, die nicht nur verkehrsmäßig inzwischen wieder über Personennahverkehr auf dem Schienenweg angebunden ist, wo ein Bürgerbus ehrenamtlich mit Fahrern bestückt, die Menschen hin und her transportiert in der Stadt, in der Region, sondern es ist auch eine Stadt, die nach der tiefen Krise, nach dem Ende der Textilindustrie, sich wieder nach oben geschafft hat, inzwischen Zuwachs erfährt, Nettozuwachs an Menschen, die in Nordhorn wohnen, die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat und die auch im Tourismus Zuwachs erfährt. Eine ganz erfreuliche Entwicklung, die vielleicht Beispiel ist für viele andere Regionen in Deutschland auch. Deshalb ist es gut, wenn wir über den Weg, den wir haben, auch die Leistung, die Anstrengung, das Engagement von Menschen deutlich machen, die zu diesem Ergebnis, zu dieser Entwicklung hier in Nordhorn geführt haben. Dazu, wem sage ich das hier vor Ort? Eine Stadt im grenznahen Raum, in der, wenn ich das so sagen darf, Europa täglich erlebt, gelebt wird, wo die Grenzen schon keinerlei Bedeutung für die Menschen mehr haben. Deutsche auf der niederländischen Seite leben und arbeiten und umgekehrt dasselbe, und in der offensichtlich, ganz offensichtlich auch ein großes Maß an Partnerschaftlichkeit zwischen den Gemeinden und den Menschen in den Gemeinden besteht. Ein Beispiel dafür wird heute Abend das Solidaritätskonzert, was Nordheim mit der Partnerstadt Kuforden gemeinsam geplant und vorbereitet hat. Ein Beispiel dafür wird dieses Solidaritätskonzert sein. Und morgen werde ich die Möglichkeit haben, selbst über die Grenze zu radeln und auf der anderen Seite unter anderem auch den niederländischen König sehen und sprechen können. Vielen Dank.